Hallo miteinander, auch am Ostermontag kommen wir mit dem Wochenaktuell zu euch. Das Wochenaktuell von der Kanuwelt. Wieder bei wunderschönstem Wetter. Heute sogar in Kurzhosen. Wer hat das gedacht? Im April, Mitte April schon in der Kurzhosen unterwegs sein. Mega cool, das könnte die perfekte Saison sein. Aber natürlich wissen wir, Lockdown, auch Paddeln mit uns ist in dieser Woche noch nicht möglich. Selbstständiges Paddeln immer noch möglich. Wetter immer noch super gut. Inzwischen gemeldete Seetemperatur oder gemessene, eigen gemessene Seetemperatur bei 12 Grad. Ja, das schreit nach Kanufahren. Immer noch Kanufahren. Aber halt noch nicht mit uns. Aber wir können euch immerhin ermöglichen, dass ihr könnt. Kanu fahren. Und wir haben da euch, nachdem wir letzte Woche schon ein spannendes Produkt vorgestellt haben, jetzt auch zwei neue Produkte bei uns im Shop, die vielleicht euch das Interesse könnten erwecken. Das sind das zwei Seekajak von der Marke Point 65. Die haben wir schon länger bei uns im Sortiment, Point 65. Und jetzt haben wir zwei wirklich sehr preiswerte Kajaks, Seekajak für den Einsteigerbereich, wo wir euch da könnt anbieten. Ich zeige euch die gerade mal einmal. Sie sind da hinter mir. Der orange Kajak sehen fast gleich aus, sind es aber nicht. Wir haben hier den hinteren, den Jack und den vorderen. Das ist der Hukani. Wir sehen von der Länge her, der Jack ist leicht länger, 5,05 m und der Buccaneer ist 4,50 m. Buccaneer ist auch wieder ein bisschen breiter und der Jack ist wirklich sehr ein sportliches Modell. Sehr schnittig. Ja, und wirklich etwas Wunderbares für zum längere Touren zu machen. Kürzere und längere natürlich. Beide sind ausgerüstet hier, wie ihr seht, über ein Buggepäckslucke und auch im Heck haben sie Gepäckslucke. Man hat hinten noch Spanner und vorne Spanner, wo etwas drunter tun kann. Sind sonst aber relativ einfach gehalten, eben auch, dass man möglichst schnell ein gutes Eisenboot kommt. Beim Jack ist noch ein Steueranlage inklusive, damit man auch wirklich schön gut um die Kurven herum kommt. Ja, die beiden Kajak, also der Buccaneer, den gibt es schon ab 890 Franken. Also ihr seht, wirklich ein super günstiges Boot. Und der Jack, der kostet 1290 Franken. Wie gesagt, sehr preiswerte Boot. Auch für die nicht so ein höchstes Budget haben. Ich meine, schlussendlich ist doch wichtig, dass man ein Kajak hat. Es ist wichtig, alle können Kajak fahren und dann lieber ein günstiges Gutes als kein Seekajak. Ja, wenn ihr mehr erfahren über die Kajak, geht bei uns auf die Webseite kanuwelt-shop.ch, dort drauf sind die aufgeführt. Und wenn ihr sie testen wollt, meldet euch. Wir organisieren das, dass wir das unter Einhaltung von der Corona-Bestimmungen trotzdem austesten kann. Ja, also dann genießt weiterhin das schöne Wetter, die Osterferien. Lasst euch nicht runterkriegen und eben zurück zueinander. Ciao zusammen.